Ja, hallo ihr Lieben, es ist wieder soweit und ich bedanke mich an eurem Interesse der ersten Folge. Ja, und sorry, dass diese zweite Folge ein paar Tage gedauert hat. Es ist einfach sehr umfassend und auch teilweise sehr verwirrend. Ja, aber nun zu den Regelungen für die Clubs. Übrigens noch eine Kurzmeldung vorher. Lauterbach hat verlauten lassen, am 1.1. wird reguliert. Zu den Regelungen für die Clubs. Ich sage nur, schnallt euch an, ihr Lieben, in der Hoffnung, dass es auch hier noch einige positive Nachbesserungen gibt. Aber bildet euch nach diesem Video einfach selbst eure Meinung. Ja, du oder ihr wollt also einen Cannabis-Club gründen. Kein Problem. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass es sich hier nur um einen Entwurf eines Gesetzes handelt, der sich natürlich bzw. hoffentlich noch ändert. Ja, das Gesetz will damit zu einem verbesserten Gesundheitsschutz beitragen und den illegalen Markt für Cannabis damit eindämmen. Im Hinblick auf die Regelung zu den Anbauvereinigungen folgt die Gesetzeskompetenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 3 Grundgesetz Vereinsrecht. Hierunter ist das öffentliche Recht der Vereine zu verstehen, welches Zulassung, Überwachung, Auslösung sowie Verbote umfasst. Ja, das bedeutet kurz, erstmal läuft der Vorgang also wie eine ganz normale Vereinsöffnung, wie bei anderen Vereinen auch. Also die Anbauvereinigung oder auch Clubs genannt, muss man die Ausgestaltung so schreiben, dass er nicht in wirtschaftlicher Form im Vereinsregister eingetragen wird, also als Idealverein im Sinne von Paragraph 21. Zur Erlaubnispflicht. Vereinigungen dürfen erst nach Bekanntgabe des Erlaubnisbescheides der zuständigen Behörde ihrer satzungsgemäßigen Tätigkeit nachgehen und nicht bereits ab der Gründung oder der Eintragung im Vereinsregister. Also eure zuständige Behörde hat im Rahmen einer gebundenen Ermessungsentscheidung zu prüfen, ob eine Anbauvereinigung alle gesetzlichen Erlaubnisvoraussetzungen erfüllt. Die Erlaubnisvoraussetzungen knüpfen übrigens an die vertretungsberechtigten natürlichen Personen an. Jedenfalls müssen alle vertretungsberechtigten Personen zuverlässig und unbeschränkt geschäftsfähig sein. Also darf die Geschäftsfähigkeit der vertretungsberechtigten Person nicht beschränkt sein, beispielsweise durch gerichtliche angeordnete Betreuung oder ähnliches. Ja, was heißt also Zuverlässigkeit? Ihr könntet davon ausgehen, dass ihr nicht zuverlässig seid, wenn es zu einer rechtskräftigen Verurteilung in den letzten 5 Jahren nach Antragstellung wegen zum Beispiel folgender Straftaten gab. Delikten, die typischerweise im Rahmen der organisierten Kriminalität begangen wurden, Straftaten im Zusammenhang mit dem Jugendschutz, auch Straftaten in Bezug zu neuen psychoaktiven Stoffen, insbesondere den Umgang mit verbotenen synthetischen Cannabinoiden. Also wenn du mit Extrakten oder Ölen erwischt wurdest auch. Ja, aber Straftaten wie der Besitz zum Beispiel von Cannabis bis zu 25 Gramm zählen dann wieder nicht dazu, weil die ja dann legal wären. Die Erlaubnis ist erstmal auf 7 Jahre befristet. Nach 5 Jahren ist ein neuer Antrag möglich. Ja, was sind also die Voraussetzungen bzw. die erforderlichen Unterlagen für den Antrag? Ja, der Antrag muss natürlich gestellt werden. Nachweise und Angaben können sowohl in Schriftform wie auch in einfachsten elektronischen Variante, also per E-Mail übermittelt werden. Es ist ein Führungszeugnis vom Vorstand und allen vertretungsberechtigten Personen notwendig. Und den Sitz der Anbauvereinigung ist auch ganz wichtig. Der Sitz sowie sonstige Teile des befriedeten Besitztums, Club, Gewächshäuser und so weiter, dürfen nicht in einer Privatwohnung oder sonstigen Wohnzwecken dienenden Immobilien untergebracht sein. Ja? Also auch private Gärten oder Grundstücke, die zu Wohnzwecken dienen, nicht gut. Der Sitz muss natürlich in Deutschland sein. Ja, die genaue Größe der Anbauorte muss angegeben sein. Genaue Informationen zur grafischen Lage der Anbau- und des Weitergabeortes muss angegeben sein. Es müssen auch die jeweilige Lage der Räumlichkeiten, Grundstücke, Anbauflächen, Gewächshäuser mit postalischer Anschrift und am besten unter Angabe der Flurbezeichnung für Anbauflächen und des Gebäudes oder Gebäudeteils, also wie auch wo Gewächshäuser stehen, wo ist das Safe, also alles soll genau bezeichnet bzw. skizziert werden. Ja, dann geht es noch um bezahlte Personen vom Verein, also umfassend alle Volljährigen bei der Anbauvereinigung
die angestellt sind, mitarbeiten, also geringfügig Beschäftigte, auch Minijobber, also alle, die in der Anbauvereinigung unmittelbaren Zugang zu Cannabis oder Vermehrungsmaterial erhalten oder erhalten sollen, müssen im Antrag angeführt werden oder der Erlaubnisbehörde mitgeteilt werden. Und alle Änderungen sind unverzüglich der Behörde mitzuteilen. Was ist eigentlich mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern? Sie dürfen keinen Kontakt bzw. Zugang zu Cannabis haben. Was dürfen die dann? Das bleibt irgendwie offen. Hallo, ich bin ehrenamtliches Mitglied und darf hier nur Prospekte verteilen. Ja, zur Anzahl der Mitglieder. Also maximal 500 Stück, wie ihr bereits wisst. Ändert sich die Mitgliederzahl nach der Beantragung oder Erteilung der Erlaubnisbehörde oder überschreitet die Anzahl von 500? Und alle Änderungen sind unverzüglich der Behörde mitzuteilen. Die Anbauvereinigung hat im Rahmen einer vorläufigen Schätzung die prognostizierten Mengen anzugeben, die sie anbauen und an ihre Mitglieder abgeben möchten. Ergeben sich nachträglich erhebliche Änderungen, sind diese der zuständigen Behörde natürlich mitzuteilen. Also Vorsicht, wo ihr den Verein anmeldet. Denn es gibt ja einen Mindestabstand der Anbauvereinigung von mindestens 200 Meter zu den Eingangsbereichen von Schulen, Kinder-Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätzen. Und der muss eingehalten werden. Und der ist linear bis zur Eingangstür der jeweiligen Einrichtung. Also hier nicht 200 Schritte abgehen, sondern Luftlinie. Schutzmaßnahmen. Anbauvereinigungen müssen gewährleisten, dass das gemeinschaftlich angebaute Cannabis und Vermehrungsmaterial nicht für Kinder und Jugendliche, sondern auch nicht für unbefugte Dritte, also dass es unzugänglich gemacht wird, ja, also auch für diese ehrenamtlichen Mitglieder. Ja, Cannabis und Vermehrungsmaterial müssen auch ausreichend mit einem Blickschutz geschützt sein, also die darf nicht mal einer hinschauen, ja. So, und jetzt kommt's, Augen zu. Anbau- und Weitergabeorte der Anbauvereinigung dürfen nicht räumlich voneinander getrennt sein. Ja, also der Verein kann zwar mehrere nicht unmittelbar miteinander verbundene Besitztümer haben, sofern kein über die zulässigen Besitzmengen 25 Gramm pro Person Transport von Cannabis stattfindet. Transport ist ja sonst verboten. Ja. Genau. Ihr braucht außerdem einen Präventionsbeauftragten, den ihr auch noch namentlich mit Angabe von Geburtsdatum, Anschrift sowie elektronischen Kontaktdaten benennen müsst. Auch muss dieser einen Nachweis vorlegen. Also aufgepasst, der fehlende Nachweis ausreichender spezifischer Kenntnisse führt zur Versagung der Erlaubnis. Ja, mit diesem Beauftragten solltet ihr also ein Gesundheits- und Jugendschutzkonzept erstellen und zur Verfügung stellen. Ja, das Konzept hat die vorgesehenen Maßnahmen für den Gesundheits- und Jugendschutz sowie die Suchtprävention zu enthalten und die Kooperation mit Suchtberatungsstellen zu erläutern. Die zuständigen Behörden sollen nach Vorliegen aller Antragsunterlagen zügig über den Antrag auf Erlaubnis entscheiden. Dafür ist eine Frist von 3 Monaten, dürfen die sich Zeit lassen. Und alle Änderungen sind unverzüglich der Behörde mitzuteilen. Also wirklich alles. Dazu zählen insbesondere ein Wechsel von Vorstandsmitgliedern, Satzungsänderungen, die entgeltliche Beschäftigung anderer oder. Ach ja, die Anbauerlaubnis ist an die beantragende Anbauvereinigung gebunden und kann somit nicht auf andere Anbauvereinigungen oder Nachfolgeorganisationen oder sonstige Dritte übertragen werden. Fällt flach. Ja, was gibt's sonst noch für Vorgaben bei der Weitergabe von Cannabis? Was müsst ihr noch beachten? Ja, natürlich die Alterskontrolle, ganz wichtig, und den Nachweis eines Wohnsitzes in Deutschland. Nein, keine Ausländer. Die Sicherung von Cannabis gegen den Zugriff Unbefugter. Ja, wie erwähnt, die Beratung von Suchtprävention, die Einhaltung der Begrenzungen von Weitergabemengen und die Dokumentationspflicht für Clubs bedeutet also, alles muss dokumentiert werden.
Also auch die vernichtete Ware, zum Beispiel Schimmel oder wenn ihr irgendwas hattet, was vernichtet werden muss, muss dokumentiert werden. Es muss jährlich ein Bericht über angebaute, weitergegebene und vernichtete Mengen an die Behörde abgegeben werden. Und das unter der Angabe von Sortennamen. Mhm. Ja, also durchschnittliche THC-Gehalt, CBD, alles das muss angegeben werden. Behördliche Kontrollen vor Ort, die mindestens einmal im Jahr stattfinden sollen, müssen jederzeit die Möglichkeit des Zugangs sowie den Zugang zu allen Daten bekommen. Übrigens kann auch die Anzahl der Clubs begrenzt werden, nämlich auf einen Club pro 6.000 Einwohner circa. Im Entwurf liest man aber, dass es sich hierbei nur um einen Vorschlag handelt. Ja, was gibt's noch für wichtige Inhalte? Ja, der Anbau darf nur zum Eigenkonsum der Mitglieder erfolgen und keinerlei kommerziellen Zwecken verfolgen. Also insbesondere darf Cannabis nicht unentgeltlich an die Mitglieder weitergegeben werden, sondern nur bei Bezahlung von zum Beispiel Mitgliedsbeiträgen oder Ähnlichem. Ja, bei der Herstellung von Vermehrungsmaterial, also Stecklingen, Mutterpflanzen, hat die Anbauvereinigung Vorgaben zu Weitergabenmengen, THC-Grenzen sowie heranwachsende maximal 10% zur Sicherung einzuhalten. Ja. Qualität von Cannabis muss regelmäßig vom Club geprüft werden, also in Laboren. Auch der Dünger, THC-Gehalt muss geprüft werden. Die Anbauvereinigung darf nur im eigenen Eigenanbau entstandenes Vermehrungsmaterial in begrenzten Mengen an die Mitglieder weitergeben. Also Importsamen dürfen nicht weitergegeben werden, also maximal 7 Samen oder 5 Stecklinge pro Monat oder gemischt, jedenfalls 7 Stück. Warum darf ich jetzt eigentlich 7 Stecklinge oder 7 Samen kaufen, aber nur 3 zu Hause anbauen? Also wichtig, Cannabis darf nicht kostenlos weitergegeben werden, außer wenn es in den Mitgliedsbeiträgen bzw. in einer Pauschale bereits eingebaut wurde. Ja, man darf nur in einem Club Mitglied sein. One, ja, also nicht in mehreren, auch das läuft nicht. Stecklinge und Samen an Nichtmitglieder dürfen nicht kostenlos weitergegeben werden. Man nennt es Selbstkostendeckung, die da entstehen muss, also kein Gewinn. Noch was, bei der Weitergabe ist ein Beipackzettel Pflicht und zusätzlich eine neutrale Verpackung. Also ihr dürft das da nicht einfach über den Tisch werfen. Darauf muss übrigens stehen, Gewicht in Gramm, Erntedatum, Mindesthaltbarkeitsdatum, wie heißt die Sorte, durchschnittlicher THC-Gehalt in Prozent, beziehungsweise durchschnittlicher Cannabinoidgehalt in Prozent. Darüber hinaus folgende weitere Infos über Dosierung, Anwendung, aber auch Infos über Beratungsstellen, Risiken, die man dann beilegen muss. Ja, aber das ist noch nicht ganz so herauszulesen, was alles genau gefordert wird. Auch witzig ist übrigens, dass der Anbau von Nutzhanf in Clubs nicht erlaubt ist. Ach ja, Versand und Lieferung sind verboten. Und natürlich Werbung, aber auch Sponsoring ist verboten. Das wird für die Clubs nicht einfach. Der Name vom Club darf über der Eingangstür hängen. Es gibt begrenzte Weitergabemengen, also 50 Gramm im Monat, mit besonderer Begrenzung der, anders als bei der Weitergabe an Heranwachsende, also 18- bis 21-Jährige, mit einer Begrenzung des zulässigen THC-Gehaltes auf 10% und einer monatlichen Menge von 30 Gramm statt 50 Gramm bei Erwachsenen. Ja, was mit den ausländischen Personenbesuchern passieren soll, die 25 Gramm mit sich führen, ob die hart bestraft werden, man weiß es noch nicht. So, das war meine Übersicht für euch. Hier noch ein kleiner Hinweis übrigens zum Führerschein. Ist ja schließlich ein wichtiges Thema für viele. Cannabis wird in Zukunft also nicht mehr als Betäubungsmittel aufgeführt. Es hat eine eigene Stellung wie Alkohol. Also es ist noch unklar, wie THC genau geprüft wird und vor allem, wie viel THC dann eigentlich erlaubt ist, dass man ohne Probleme auch ein Fahrzeug führen darf. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, die Folge war nicht zu lang für euch. Und ich freue mich über neue Abonnenten, über eure Kritik, Fragen oder einfach nur Grüße in den Kommentaren. Macht's gut. Bleibt's gesund. Wir sehen uns. Baba.